Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Wolfenstein The New Colossus Part 24. Ich bin ein Wodiboy und wir sind hier in einem Areal, wo es richtig heiß zur Sache gegangen ist. Wenn ihr das letzte Let's Play geschaut habt, dann wisst ihr, dass wir hier einen heißen Kampf hatten mit einem riesen Roboterhund und ich habe den Kampf gewonnen, aber es war relativ knapp gewesen. Ich glaube, jetzt können wir da die Wummen weglegen, sie nützt uns im Moment nicht mehr. Und auch das Akimbo, das brauchen wir eigentlich jetzt gerade im Moment nicht mehr. Genau, und jetzt müssen wir da irgendwie unten durch. He? Wir kennen das ja. Mal schauen, ob das klappt. Jo, das klappt wunderbar. Da scheint sich jemand zu wehren. Ja, ich glaube, wir kommen langsam näher. Unsere Rebellenfreunde. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. He? Einige sind leider vom Regime schon bereits tot gemacht worden. Ich bin gut geschützt, sehe ich gerade. Das heisst, wir können gerade loslegen und müssen da gar nicht noch lang Larifari machen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich muss das zuerst ein bisschen abchecken für mich. Tesla muss alle gar nicht heben. Genau. Einen hätten wir mal. He? Mal schauen, ob die anderen uns überhaupt schon bemerkt haben. Das sieht eigentlich gar nicht so danach aus. Doch, doch. Ich glaube, wir bleiben lieber gerade da hinten. Die schiessen eigentlich nicht auf mich. He? Die schiessen auf jemand anders. Und ich störe sie dabei. He? Aber das machen wir eigentlich gern. Es nimmt mich jetzt eben schon Wunder, auf wer das die schiessen. Hm. Auf jeden Fall. Aha. Okay, dann müssen wir halt wieder unser Wimmeli haben. Oh, wow, wow, wow. Blecheimer Nummer 1 ist schon mal down. Aber Blecheimer Nummer 2 ist eben auch nicht zu unterschätzen. Klaut mir wieder meinen Schutz. Das kann ich richtig hassen, so etwas. Okay. Und immer dann, wenn ich eine super Wummen überkomme, dann wird es ruhig. Okay, ich denke, ich höre unsere Rebellenfreunde, die wir noch nicht kennen, aber jetzt kennenlernen, rufen. Ich will mich aber trotzdem noch ein bisschen aufluten, solange ich das noch kann. Ich brauche die nicht mehr. Mhm. Los, mein Sohn! Nimm meine Hand! Sich vorstellen! Hallo, ich bin der Voldiboy! Sind Sie Priester? Oh, das hier! Ach Gott! Die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror-Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror-Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an den sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind.
Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis, lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt, da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich dreh mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte... Trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Oh, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Hortons Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Nicht erwartet, dass sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt ihre verfickte Gleichheit, wenn sie nicht den Mumm haben, für ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an ihre Haustür kratzt? Wir stellten uns ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommt zu spät zur Party. Hätten sie mal ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schippenhorten, der frisst sich direkt durchs Horn. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Was satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse. Wie haben Sie den gezähmt? Auge auf, über Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat ihn durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig! Ganz ruhig! Na, also entschuldigen Sie. Bitte Ihr Temperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Okay, das war ein Schluck zu viel. Aber, dass du drauf hast. William war schnell wieder auf der Beine.
Und jetzt geht es richtig ab. Ich glaube, das werden wir jetzt auch richtig genießen. Dass wir jetzt eigentlich schon mal so ein Hundi haben. Und nicht immer nur die blöden Regimepisser. Und wenn ich so den Schutz anschaue, bei 772, dann habe ich das Gefühl, da muss man sich da irgendwie gar keine Sorgen machen, dass man da könnte drauf kommen. Ich glaube, die kann man hier wirklich super ausreichen. Ja, ich glaube nicht, dass man alle muss nehmen. So ein bisschen der gröbere Kern, würde ich mal meinen. Der muss weg, auf jeden Fall. Und hier, das Ding, genau, das ist ja da die Außendienststelle. Hallo, wer schießt? Mach Platz, Mann. Terror Billy is on the way. Ja. Also so summa summarum würde ich meinen, ist es das gewesen, oder? Also, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Da können wir, glaube ich, auch noch irgendwie ein paar verrutschen da drinnen. Gutes Grillfleisch. Ihr merkt, ich lenke ein bisschen ab, weil ich weiß gerade nicht, was durchgeht. Okay, ich nehme mal hier. Immer dem Gegrillten nach. Jawohl, das sieht doch gut aus. Wenn so Gegner kommen, das wäre da, der hat sich gedreht. Das ist sicher. Das sind sicher Richtungsweiser für uns. Wegweiser in die Hölle. Ja, mein Gott, wir haben so viel Schutz. Also ich meine, die Gesundheit zählt hier offensichtlich gar nicht. Ich denke, da laufen wir jetzt auch locker durch und grillen die. Es hat ja auch hier überall noch so spezielle Fässer, Gasflaschen, die explodieren. Also da kann man so richtig sausen lassen. Das ist also super. Also wenn also niemand abschläft auf der Straße, zumal die Aggressionen loswerden, Jungs und Mädels. Nein, das müssen wir nicht. Ihr müsst nur Let's Play mit Voldi schauen. Ja, die super, oh Mann, die hasse ich so. Ich glaube, man kann sie auch einfach übertrampeln. Ah ja, spielt eigentlich keine Rolle. Der Schutz ist meistens etwa gleichbleibend. Was einfach bleibt, ist der Spass zum Zuschauen, wie sie die alle rösten. Also, wirklich sehr cool. Irgendwie eine ganz Orientierung verlieren. Vielleicht auch mal schnell abstellen. Genau, und jetzt müsst ihr gut schauen, es hat hier irgendwo ein Loch. Es ist wichtig, dass wir das Loch finden. Aber zuerst müssen wir wahrscheinlich jetzt hier noch ein bisschen Gegner dezimieren. Was ich allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ist, ob man nicht hier gerade einen Break macht. Wir sehen uns wieder bei Let's Play Wolfenstein The New Colossus Part 25. Ich bin auch im Voldi Boy und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte ein Like oder schreibt etwas in den Kommentar. Und wenn euch mein Gameplay besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werden würdet. Bis die Tage!
freue mich auf euch.